So Leute, heute soll es mal wieder um die Wochenaufgaben gehen und zwar nennt sich das Ganze hier Trickschuss. Ich werde euch heute eine vorstellen, die nennt sich Tanze beim Rohrmann, Heumann und Holzzelt. Wo sich diese drei Orte befinden, werde ich euch gleich zeigen. Davor könnt ihr gerne einen Like da lassen und natürlich auch ein Abo da lassen, falls ihr neu da seid. Würde mich sehr, sehr freuen und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit dem Video. Die erste Station, an der ihr tanzen müsst, befindet sich ganz genau hier in der Nähe von Misty Meadow. Und zwar ist es hier der Rohrmann. Einfach dann hier einen Tanz ausführen, kurz tanzen. Und das Ganze befindet sich hier unten in der Nähe von Misty Meadow, bei einem Berg, ganz genau hier. Und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum zweiten Ort, an dem ihr tanzen müsst. Falls ihr noch mehr Hilfe bei den ganzen Aufgaben braucht, ich werde euch eine kleine Playlist erstellen, hier oben rechts auf das i einfach draufklicken, dann kommt ihr auf die Playlist, dann müsst ihr einfach nicht unnötig auf YouTube rumsuchen, so findet ihr einfach dann ganz gechillt die ganzen Videos und hier befindet sich auch dann schon Heumann, es ist dann die zweite Station, an der ihr tanzen müsst, einfach hier wieder irgendeinen Tanz ausführen, das Ganze befindet sich hier bei Frenzy Farm, einfach hier in der Ecke. Ganz genau hier landen, tanzen und dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum letzten Ort. Die letzte Station, an der ihr tanzen müsst, befindet sich hier bei diesem Holzzelt in der Nähe von, ich habe es jetzt gerade vergessen, genau, Holy Hatchets. Einfach ganz gechillt hier mal wieder landen, ihr kennt ja das Spiel mittlerweile und dann einfach hier wieder einen Tanz ausführen. Vielleicht noch kurz die Kiste looten, gucken, ob ein paar welche mitfliegen, da macht ihr hier bestimmt... Ja, ich würde mal sagen, so 5 Kills oder so, wenn ihr Glück habt. Und ich check gar nicht, warum dieser Balken da unten ist. Ich glaube, wenn ich schieße, das hatte ich nämlich vorhin. Genau, das zeigt euch jetzt das Magazin an. Ganz ehrlich, ich finde das mega störend. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare, weil es bleibt die ganze Zeit dort. Und wenn ich nachlade, dann sieht man sogar die Ladezeit. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber naja, kann man nichts machen. Einfach dann hier tanzen, Trägerschaffel, ganz genau hier auf der Karte. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.